Liebe Freundinnen und Freunde der Abtei, es ist Ostern geworden. Zum zweiten Mal feiern wir in der Pandemie Ostern. Und es ist immer für uns komisch, weil wir Ostern eigentlich ganz anders kennen und feiern möchten. Aber diese Kar- und Ostertage, sprechen Sie nicht von der Situation, in der wir jetzt eigentlich sind. Es war Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und jetzt Ostern. Ist das nicht unser Weg immer wieder, dass wir durch Leiden, durch Kreuz, ja durch Tod, durch die Enge des Grabes hindurch müssen, damit Ostern wird? So möchte dieses Osterfest uns ermutigen und Mut machen, unseren Weg weiterzugehen, durch alles hindurchzugehen, im Vertrauen darauf, dass Christus wirklich auferstanden ist, dass das Leben stärker ist als jeder Tod, dass Ostern auch in meinem Leben kommen möchte. In diesem Sinne, Ihnen ein frohes, gesegnetes Osterfest. Christus ist auferstanden. Alleluja.